produziere hier Nahrungsmittel, von denen ich überzeugt bin, dass die gut sind, die ich selber gerne esse. Ich möchte, dass die andere auch genießen können. Wir haben uns eigentlich immer weiter entwickelt. Ich stehe gerne auf und freue mich auf meine Arbeit. Und ich weiß ja, jeder Tag ist bei uns anders. Wenn wir schon einmal im Leben ein Haus bauen, dann soll das natürlich auch perfekt sein. Ja, wir freuen uns, dass wir hier am schönsten Fleck der Erde leben. Im Moment gehen wir davon aus, dass wir hier alt werden. Die Schifffahrt, das ist mehr eine Berufung als wie ein Job und das macht nach wie vor einfach enorm Spaß. Es ist nie langweilig, sondern immer täglich anders. Glück ist eine Summe von positiven Momenten und dazu gehört eben ganz stark eben Familie, das was wir zusammen machen. Das Feste ist überhaupt, man hat dann einen zufriedenen Kunden am Tag vor der Messe, der dann sagt, jo, das ist genauso, wie ich mir das vorstelle. Mein Antrieb ist, jeden Morgen auf wieder neue Herausforderungen zu treffen, auf ein tolles Team zu treffen und gemeinsam etwas zu entwickeln. Man hat natürlich nicht nur für sich selbst und die eigene Familie Verantwortung, sondern europaweit für 320 Mitarbeiter. Und dass das insgesamt funktioniert, ist ein gutes Gefühl. Es ist wichtiger, die Gewinne, die wir erzielen, in die Firma zu reinvestieren, weil das auch zum nachhaltigen Wachstum gehört. Das, was ich jeden Tag in den Händen habe, was mir sehr viel Freude macht und was wirklich mein Traumberuf ist. Und jetzt das hier in meiner Werkstatt zu leben, ist richtig das bewusste Leben dessen, was ich immer machen wollte. Aus meiner eigenen Hand was zu schaffen, was
was nachhaltig ist, mich eventuell auch überlebt, dann ist das eigentlich eine ganze Menge, was ich geschafft habe.